Neben Twitter-Meldungen kann man auch das eigene Weblog in das eigene Facebook-Profil importieren. Das ist sehr praktisch, weil man damit die Weblog-Einträge sehr gut verbreiten kann. Und oft ist es dann so, dass die Weblog-Einträge auf Facebook mehr an Antworten, Feedback, Kommentaren bekommen als dann tatsächlich im Weblog. Also eine wirklich wichtige Funktion. Die Weblog-Einträge werden in den Notizen abgelegt. Die Notizen findet man hier. Warum in den Notizen? Auf der Pinnwand in den Status-Meldungen, also hier drinnen, hat man nur die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl von Zeichen einzugeben. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber irgendwann ist da Schluss. Vielleicht bei 200 oder 250 oder 300. Und bei den Notizen, da lassen sich unbegrenzt Text eingeben. Ja, und hier sind meine Notizen. Ich könnte hier auch weitere Notizen schreiben, aber das tue ich eigentlich so gut wie nie, sondern ich importiere diese Notizen aus meinem Weblog. Das heißt, hier finden sich auch meine Weblog-Einträge wieder. Ich kann das ja einfach mal zeigen. Wenn ich meinen Weblog aufrufe, hier meine Bewegungsdaten, Social Media und die Katastrophe in Japan, dann finden sich diese Einträge hier in den Notizen wieder. Ja, man kann das dann hier aufklappen und dann kann man die vollständige, genau, vollständige Notiz lesen. Was hier nicht mitgenommen wird, ist leider das Video, aber man sieht hier die Kommentare drunter. Ja, und wie importiert man nun das Weblog auf das Facebook-Profil? Man hat hier die Möglichkeit abonnieren, meine Notizen und dann Importeinstellungen ändern. Klickt man hier auf Importeinstellungen ändern und kann dann hier Import anhalten oder ändern. Und dann kann man hier, das mache ich jetzt aber nicht, die Feed-Adresse eingeben des Feeds, den man dort importieren will. Also man sucht sich raus die Feed-Adresse des Weblogs, das importiert werden soll, zum Beispiel hier jetzt grüne Wirtschaft WordPress.com. Klickt man hier auf zum Abonnieren hier klicken und nimmt sich dann hier die Feed-Adresse raus und diese Feed-Adresse, das HTTP, das sollte man nochmal richtig dann ausschreiben, diese Feed-Adresse kann man dann hier, wenn man das angehalten hat, dann hier hinzufügen. Und dann steht hier auch, du kannst Beiträge aus einem externen Blog importieren, sodass sie in deine Notizen erscheinen. Facebook aktualisiert deine Notizen automatisch, wenn du einen Beitrag schreibst. Importierte Beiträge können nicht mehr bearbeitet werden, aber sie können gelöscht werden oder das Wichtige ist dann eben kommentiert werden. Und so ein Blog-Eintrag, sobald er erscheint, kommt dann eben auch, und das ist sehr wichtig, in diese Status-Updates hier rein und kann dann auf der Notizenseite gelesen werden. Also eine ganz wichtige, sehr praktische und relativ einfach einzustellende Option.